Alright, and now let's donate 100 gold for that quest thing as well. Oh, yay. Well, I got Innos's... Oh, wait, no, that was wrong. I wasn't meant to do that. Oh, okay, let's just save. Okay. Now, I probably will die against the damn scavenger. Alright. Nerve-wracking moment. Oh, crap. They're pretty powerful. Oh my god. How the hell? Alright, maybe I should just heal myself before I actually try to attack one of these guys. Okay. Load. Don't be noob. Alright, so. Where is my healing plant? Uh-huh. Okay, I might as well use a healing herb. There we go. You will die! Damn, scavenger. Hey, look, it's a damn rat. It's a giant rat. Oh wow, they seem pretty easy to kill. Oh wow, and they don't do much damage at all. Nice. Very, very nice. Alright, well, we know two things now. Scavengers aren't really that difficult to kill. And neither are giant rats. So. Okay, I think I just saw the... What's it called? The Magician of Fire, I think it is. And yeah, I think he's just randomly standing along the road. Which is kind of weird. And disturbing. WTF. Much. One less monster. Yeah, nice. 83 XP. Not 83, but 80. Just 3 XP. Alright, there we have Isgaroth. Great fella. No. You go away. Alright, now. Why the hell is there an alchemy... I mean, the rune table there? Alright, let's just talk to Isgaroth. Meine Verbeugung, Ehrwürdige. Lol, epic fail. Was machst du hier draußen, außerhalb der sicheren Klostermauern? Unterstellst du uns Feuermagiern etwa Ängstlichkeit? Innos bewahre. Mein Name ist Velaya. Ich habe miterlebt, wie sich die Feuermagier damals in der Barriere Erzbaron Gomez selbst in den Weg stellten und allerdings dabei umkamen. Vergebung, Magier. Ich wollte nichts dergleichen unterstellen. Schon gut, meine Tochter. Du kanntest also Torres, Coristo und die anderen? Nur vom Sehen, Meister, nur vom Sehen. Die meiste Zeit war ich in der Burg eingesperrt und durfte nur zwei Sätze sagen. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Nun gut, ich bin Isgaroth. Ich bin hier draußen, um zu sehen, wer sich dem Kloster nähert. Gebe denen priesterlichen Beistand, die sich hierher verirren und ihn erbitten. Ich erteile auch manchmal Unterricht. Und nebenbei biete ich noch einige Schriftrollen feil, die das Kloster so herstellt. Kannst du mich segnen? Da du mich darum bittest, erfülle ich dir deinen Wunsch. Du weißt aber auch, dass Innos seinen Segen nicht ohne Gegenleistung ausgießt. Oh, shit. Darum will ich dir eine Aufgabe geben, die du zum Ruhme des Strahlenden erfüllen sollst. Nebenbei wirst du damit noch eine ziemliche Plage für die Menschen beseitigen. Was soll ich tun? Du hast sicherlich von dem fürchterlichen Geschehen oben auf dem Weidenplateau gehört. Nein. Die Paladiner haben uns mit ihrem heldenhaften, innersgefälligen Kampf die Zeit verschafft, die wir Magier brauchten, um den Pass zu versiegeln und damit die Bedrohung aus dem Minental vorerst auszuschalten. Muss eine ganz schöne Sauerei gewesen sein. Sprich nicht so götterlos darüber. Wo war ich?
Ach ja. Aus Gründen, die dich nicht zu interessieren haben, mussten wir uns am Abend der Schlacht zurückziehen. Wir konnten also nicht allen Gefallenen Innos Segen mit auf den Weg in sein Reich geben. Seither spuken nachts Geister und Untote auf dem Weidenplateau. Und ich soll wohl diese Geister schlafen schicken? Du sagst es. Dafür werde ich dir meinen Segen erteilen, mein Kind. Ich werde ebenfalls deine Waffen segnen. Damit solltest du die Ruhelosen für immer von der Erde verbannen können. Wärest du bereit, diese große Aufgabe auf dich zu nehmen? Wieso ausgerechnet ich? Diese Aufgabe ehrt mich zwar, aber ist das nicht etwas viel für eine kleine, unerfahrene Frau? Nun, du vergisst, dass du mit Innos Hilfe die schwierigsten Aufgaben meistern kannst. Wenn du es nur willst. Im Übrigen bist du die Erste seit Wochen, die hier bei mir vorbeikommt. Das zeigt, dass Innos dich und nur dich zu dieser Aufgabe auserwählt hat. Segne mich, denn ich bin bereit, diese Aufgabe zu erfüllen. Innos segne diese deine Kämpferin, auf dass sie Licht in das Dunkel der Welt bringe und deine Herrlichkeit verbreite. Segne auch ihre Waffen, denn sie sind Werkzeuge, mit denen sie deine Gerechtigkeit, deine Gnade und deine Erlösung unter den Sterblichen und den noch nicht zu dir gekommenen verbreitet. Kannst du mich unterrichten? Ja, meine Tochter. Vor einiger Zeit hat der Hohe Rat beschlossen, dem gewöhnlichen Volk Zugang zur Magie Innos zu gewähren. Das ist allerdings ein seltsamer Schritt. Wie kommt ihr zu dieser Entscheidung, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Nun ja, bei der letzten Feuerprüfung haben sich einige Novizen als unwürdig erwiesen und sind dabei... Nun, wir würden uns über Zuwachs freuen. Ihr nehmt also auch Frauen auf? Nein, nein, wo denkst du hin? Es ist nur, dass wir der Bevölkerung die Magie näher bringen wollen, um sie vom rechten Wege zu überzeugen. Ich verstehe, Meister, ihr braucht Werbung. Wenn viele Leute die Magie nutzen, bekommt ihr mehr Anwärter. Mehr Anwärter bedeutet mehr Geld. Mehr Geld bedeutet... Das ist nicht dein Belang, meine Tochter. Ich kann dir jedenfalls zeigen, wie du deine magische Kraft steigern kannst. Außerdem kann ich dich die ersten beiden Kreise der Feuermagie lehren. Nein. Kann ich mir deine Schriftrollen einmal ansehen? Let's see. Holy shit. Nah, that's pretty shit. Alright, just a free rune? What the hell is that doing in his inventory? Fire magic for beginners. Great. Auf Wiedersehen. Okay, so we've made absolutely no progress. I'll tell you in this episode. Let's just see if I... Yeah, that's weird. Well, I have the package, so I'm going to be able to complete that quest. Oh, it's dead. I thought I was alive. We still need to get the rapier. So, I'm just trying to find where the hell is the crossroads? Well, where the hell are the T crossings, I mean? Sorry. I wasn't supposed to just randomly ride down here. That would be pretty easy. Where are you, scavenger? Alright, maybe I could talk to some of these guys and they could help me somehow. Well, there's nothing here. Hey, Jäger. Ich heiße Velaya. Wer bist du? Ich bin Dragomir und bin Jäger. Wenn du mich und meine Armbrust mal brauchst, ich bin hier. Bis bald. Alright, well, 30 years.
useless. So, oh yeah, and if you're wondering, I already cleaned out this place, so... Ich grüße dich, Wirt. Except, of course, the locked chest. Seid ihr hier im Krieg? So viele bewaffnete Männer hat ja nicht einmal Ona. Schau dich doch um. Überall Orks, Viecher und was weiß ich noch alles. Und jetzt auch noch diese Belia-Spinner. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. That's the truth. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Mehr als eine Lederrüstung habe ich auch nicht anzubieten. Also, wenn du noch eine brauchst, musst du es sagen. Ansonsten frag immer mal wieder nach. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal was Besseres für dich. Was kann ich bei dir bestellen? Okay,